Ja, hallo, ihr Lieben, Christian Schemmer, Pater, Webseries-Coach, Psychologe, ist mein Videoblog. Wir analysieren mal wieder Princess Charming aus Polaritätsgesichtspunkten, aber auch heute auch viele Dating-Gesichtspunkte gucken, was wir Neues lernen können. Wir haben am Anfang wieder ein Elefanten-Sanctuary, wie immer. Und ja, die Elefanten werden ElefantInnen genannt. Das hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen. Ich dachte immer, das hieße entweder Elefanten, wenn es beide Geschlechter sind, oder Elefantenkühe, aber es sind auch Elefanten müssen jetzt schon gegendert werden, muss ich mir mal merken, für mein nächstes Buch. Und genau, gehen wir mal rein. Ja, jetzt finde ich es sehr lustig, reden die über Social Media. Also ich kann das gar nicht bei dir einschätzen. Ah, ja, ich habe Social Media ganz oft deaktiviert. Ich habe immer, genau, immer Breaks. Same. Mhm. Also ich mache auch immer so Social Media Breaks, ja, wenn ich merke, boah, das draint mich irgendwie extrem und ich muss mich davon distanzieren, ja, und ja, deaktiviere dann auch einfach meinen Account für, ja, paar Monate. Ja, ist gut, dass du das auch machst. Same, same. Leute, wenn eine von diesen Frauen da ihren Account nach dieser Sendung für ein halbes Jahr aktiviert, schreibt mir unbedingt. Es wird fucking nicht passieren. Das, da geht, glaube ich, Fiktion und Wirklichkeit ein bisschen auseinander. Ja, schauen wir mal in dieses Date rein. Dafür kenne ich dich tatsächlich noch zu wenig. Mhm. Dafür müsste ich noch Dinge über dich erfahren, Zeit mit dir verbringen. Mhm. Und du? Ja, auch. Aber ich würde mir halt wünschen, dass wir zumindest die Zeit, die wir hier haben, gut nutzen. Mhm. Um uns kennenzulernen. Ja. Also auch wenn das natürlich nicht der Realität entspricht, es ist halt die einzige Zeit, die wir haben. Weißt du? Mhm. Ja. Aber es ist halt für mich echt irgendwie schwer. Mit mir zu reden? Nee, nicht mit dir zu reden, sondern mich generell fallen zu lassen und in so einer Situation zu sein, wo irgendwie 10 Frauen dich gut finden und ich ja auch schon weiß, dass da ja auch... Also ich finde unglaublich, wie viel Geduld jemand lebt, jeder Frau hat da. Das ist Wahnsinn. Glaub nicht, dass es im echten Leben so wäre. Und die, ich weiß leider auch gerade nicht, wie die heißt, die Linke hier, steht sich halt total selber im Weg. Also die macht das bestimmt nicht extra oder so. Die ist halt so, die hat halt ihre Erfahrungen gemacht und... Aber es glaube ich, wenn man effektiv daten will, gut, das irgendwie für sich aufzuarbeiten, weil die steht sich da komplett selber im Weg. Und das ist, haben erstmal nicht alle so viel Verständnis wie die Madeleine dafür. Und ja, es geht einfach nicht voran. Ne? Und sie baut auch, ohne dass sie es will, garantiert, sie baut halt auch so ein bisschen Mauern auf. So, ne? Ich mit Natalie sind ja oft sehr sorgenbehaftet und das lässt einfach nicht so viel Platz für diese Kennenlernthemen. Ja, gebe ich 100%ig recht. Das ist auch das Gleiche mit dem Date vorher. Ich weiß nicht, ob die das, ich weiß nicht, vielleicht müssten die das auch machen. Vielleicht sagt auch die Produktion hier, ach, bringt doch mal eure Mental Health, sage ich jetzt schon, Themen oder sonstigen Problemen, irgendwelche Problemthemen mit ein. Vielleicht müssen die das, ich weiß es nicht. Aber ich kann es, wenn man noch nicht in einer Beziehung ist, nicht wirklich empfehlen. Klar, wenn man in einer Beziehung ist, dann will man natürlich über alles reden, ist ja Logo. Also gebe ich der Madeleine hier komplett recht, dass das, und sie wirklich, also sie ist meiner Ansicht nach unfassbar viel Verständnis für jeden da. Das ist wirklich Wahnsinn, ne? Ja, jetzt haben die wieder ein Date hier und ich weiß jetzt nicht, ob ich eine andere Generation bin oder was, also dieses ständige Reden über die eigenen Mental Health Themen mögen für viele sehr befreiend sein. Ich finde es, wie gesagt, ich finde das halt im frühen Dating super, wie soll ich mal sagen, unoptimal, weil der weil man, wenn du jemanden datest, dann willst du ihn ja von dich überzeugen, das heißt von deiner besten Seite und dann so zu früh, guck mal, das sind alle die Issues, die ich habe, finde überhaupt dieses, man hat das Gefühl, das vergeht, also kein Account auf Social Media, der nicht, ah, heute habe ich meinen Mental Health Day und ich weiß auch nicht, und ob das, aber vielleicht ist das einfach eine andere Generation. Ich weiß nicht, also ich finde es natürlich gut, drüber zu reden, aber das, ich weiß nicht, ob ich mich verstehe, dass immer wieder das nach vorne kehren davon, immer wieder so an die Oberfläche schieben, wenn es eigentlich gerade vielleicht gar nicht so dran ist, ob das so ideal ist. Also für Dating sicherlich nicht, aber naja. Gesunden Verhaltensmustern zu ersetzen, ich denke, das ist das Beste, was man machen könnte. Ja, das finde ich voll schön, dass du das
Ja, es ist wichtig, den Weg zu gehen. Voll. Ich denke, dass es für uns beide ein großer Step ist, so aufeinander zuzugehen, weil wir beide ja eher ängstlich sind, verletzt zu werden in Situationen. Und es ist total schön, sich jemandem anzuvertrauen, der auch so verletzlich ist. Ja, also im Kontext von der Sendung jetzt aber zu reden, finde ich natürlich schon irgendwo gut und ist auch toll. Also wie gesagt, jetzt verstehe mich nicht falsch, ich finde es super, wenn Leute Therapie machen, an sich arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich das so früh ist, in so einem Dating anzusprechen. Weiß es nicht, aber könnte ja anderer Meinung sein, weil ich finde, das überfordert, glaube ich, viele Dates irgendwie und naja. Ja, ich bin auch so. Ja. Ja, ich denke super viel nach über Situationen und auch noch extrem lange. Ich würde sagen, ich bin noch ein bisschen nachtragend. Ach echt? So, also mit meinetwegen die Mental Health Issues, okay. Vielleicht ist das so ein Ding, was heute jetzt üblicher ist, meinetwegen. Aber jetzt auch noch Nachteile von sich aufzuzählen. Ich bin nachtragend. Was reitet die da? Ach, krass. Wirklich, ey. Leider ja. Leider ja. Leider ja. Oh. Ich bin überhaupt gar nicht nachtragend. Es ist schwer für mich, wenn jemand nachtragend ist mit mir, weil ich brauche einfach so einen klaren Schluss. Und dann brauche ich auch irgendwie jemand, der mir ein Gefühl vermittelt, dass alles gut ist und dass ich geliebt werde. Und es ist halt schwierig, wenn die Person aber in dem Moment nachtragend ist. Schön, dass du hier bist. Dankeschön. Schön, dass. Ja, das ist genau, was ich meine. Das hat sie nicht weiter nach vorne gebracht, sagen wir mal so. Ne? Und man kann doch nicht immer sagen, hey, beim Dating hast du immer wieder die Diskussion, ich will ich selber sein. Natürlich soll man sich nicht verstellen, aber man kann ja seine Seiten rauskehren. Ja, weiß ich nicht. Wo man keine Probleme hat und ich weiß nicht was. Und wie gesagt, man soll sich nicht verstellen, aber man muss halt immer überlegen, also beim Dating könnt ihr auch wieder den Kopf vor die Wand schlagen, aber ihr müsst euch überlegen, hilft mir das jetzt? Macht mich das jetzt attraktiver? Ne? Sonst, klar, bei jemand, wo du eine 10 bist, kannst du machen, was du willst, ne? Aber das ist ja hier nicht der Fall. Ne? Mal gucken, was Elsa so macht. Wenn du gehst? Ich gehe nicht. Warum nicht? Weil du mich magst. Oh. Und woher weißt du das? Knall selbstbewusst. Elsa ist sehr selbstsicher, was sexy ist, aber auch gefährlich sein kann für beide Beteiligten. Aber ich mag die anderen Frauen auch alle sehr. Weiß ich. Ist auch schwer. Wir sind auch alle relativ toll. Relativ toll. Sie braucht jemanden, der mal sagt, wo es lang geht. Sie hat mir schon gesagt, sie hat Entscheidungsschwierigkeiten. Dann entscheide ich fertig. So, habe ich kein Problem. Also, ist für mich wieder Textbook, Young-Polarität in der Frau. Mega, ich find's richtig Problem geil. Mit. Ich hoffe, dass ich heute noch bleiben darf. Ich hoffe auch und ehrlich gesagt denke ich das auch. Also ich wäre sehr überrascht. Ja. Okay, schauen wir mal weiter. Es ist nie so, dass ich irgendwie jetzt so krass den Körperkontakt suchen muss. Er entsteht einfach, wenn wir miteinander sprechen. Wir wollen, wenn wir reden, uns nicht nur anschauen, sondern uns auch berühren. Und das ist super schön. Die Gespräche mit Elsa tatsächlich. Das ist, was ich mal meine. Hangout, have fun, hook up. Spaß haben, rausgehen, Leichtigkeit, Körperkontakt kommt automatisch. Das ist Textbook, wie man daten sollte. Und das Gegenmodell kommt gleich danach. Sehr schön, weil einfach so ein kleiner Flirt dabei ist oder so ein Necken. Also es ist einfach der perfekte Mix. Ja. Ja, jetzt wird's echt weird. Ich würde gerne filmen. Während man miteinander schläft. Und dann schauen wir das, während wir Sex haben, auch an. Okay, warte mal ganz kurz. Also es ist nicht nur völlig out of context. Es ist, sie haben sich noch nicht mal geküsst. Es ist auch dieses Qualifying. Die anderen sind da schon weiter. Jetzt muss ich irgendwas total Krasses erzählen, um sie von mich zu überzeugen. Was alles, zumindest nicht Young-Polarität ist. Das ist einfach weird. Und haut das dann halt einfach so random raus, so ohne irgendwie Überleitung oder Einleitung oder so. Das kommt dann halt einfach. Also es ist, wie gesagt, ist unglaublich, wie empathisch die darauf reagiert. Also was sie diese super unterschiedlichen Frauen. Ist da noch ein Preisschild? Okay. So, was fiel mir ein? Okay, nochmal bitte.
Mir ist eingefallen, was auf meiner Bucketliste steht. Also ich würde das gerne filmen, während ich Sex habe. Du würdest, okay, ja. Ich würde uns gerne filmen, während wir Sex haben. Mhm. Also ist ja jetzt auf dich bezogen, ne? Ja, ja. Und mir das anschauen, während man Sex hat. Ich bin manchmal einfach verwirrt. Okay, also erst Sex und Film und Film. Okay. Krass. Schon wieder so verkopft. Wieso? Also ich bin auch eine Person, die oft kommt, tatsächlich. Okay. Das ist gut. Das freut mich für dich. Und du? Ob ich oft komme? Hm? Kommt auf die Person an, ne? Aber kannst du das? Also ist das was, was du? Ja. Okay. Keine Ahnung. Ich fände es so schade, wenn du mich nicht kennen würdest und dann gehen lässt. Wenn du mich kennen würdest und mich... Ja, aber sie, das merkt sie nicht. Wie gesagt, das ist auch wirklich ein bisschen tragisch fast schon, dass sich da selber so im Weg steht, weil sie lässt sie ja nicht kennenlernen, weil sie immer wieder das Gefühl hat, ich muss mich schützen und da steht sich halt selber im Weg. Das ist der Punkt, an dem sie jetzt steht. Wie gesagt, das ist alles total in Ordnung. Ich will jetzt nur sagen, das behindert einen halt so ein bisschen beim Dating und man ist, glaube ich, gut beraten, da ein bisschen versuchen aufzuräumen, welche Art auch immer, ne? Auch wenn das ein bisschen dauert vielleicht. Ich denke, das ist okay. Und deswegen nutzt mir jetzt die Zeit. Ja, ich habe mir überlegt, ich würde ganz gerne... Ja, das sagt sie wieder. Lass uns doch einfach Spaß haben, ne? Lass uns Hangout, wir fahren Hookup und lässt sie aber nicht, ne? Gerne dir so ein paar Dinge über mich erzählen. Gerne. Also, ich bin eine Person, ich mache Kickboxen und gleichzeitig spiele ich gerne Golf. Golf? Ach, leicht. Oh, Scheiße. Schon cool. Ja, ist wieder Qualifying, ne? Guck mal, wie toll ich bin, guck mal, wie toll ich bin. Das erzeugt keinen Vibe, ne? Jetzt kommen wir mal zu Elena und Madeleine. Und ich will ja auch darstellen, was vielleicht gegen meine Thesen spricht, dass sie bei einer femininen Polarität sind, das nicht so richtig vibet. Und hier scheint es jetzt durchaus zu viben. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Darf ich dir einen Kuss auf die Wange geben? Ich würde tatsächlich gerne wissen, wie es sich anfühlt, dich zu küssen. Ja. Du kannst einfach recht wissen jetzt. Ja, also nein, sie nimmt es in die Hand jetzt. Wunderbar. Aber ich will nur sagen, also Madeleine wollte sie eigentlich auch mal wieder nur auf die Wange küssen. Ja. Der Kurs mit Alena war sehr leidenschaftlich. Ich glaube, das war bisher der leidenschaftlichste Kuss von allen. Ja, es war einfach so ein Kuss, wo es funkt, wenn man das so sagen kann. Ja, schön. Ja, also, weiß nicht, wie ihr das seht. Also offensichtlich vibet es jetzt für sie. Kann man wieder die Überlegung, weil sie hat es natürlich gerade so in die Hand genommen, ob es da doch so ein bisschen Switching gibt. Das hatte ich auch neulich auf einer Lesung mit einer queeren Person diskutiert, dass sie sagt, ja, ich kann auch switchen. Ja, bin gespannt, wie ihr das seht. Der Kuss mit Madeleine war sehr schön und leidenschaftlich. Ich habe da auch was gespürt, aber ich weiß nicht, ob mir das Gefühl reicht. Deshalb würde ich mich... Tja, ach, Alena, sorry, nicht Elena, Alena. Ja, jetzt hat es bei ihr nicht gewalbt. Spannend, ne? Echt spannend. Ich freue mich. Aber auch krass, wie die, ja, wie gesagt, ich frage mich, ist das ein bisschen die Zukunft, wie polygam das da so zugeht und mit jedem rumgeknutscht, die anderen müssen sich das angucken. Ich meine, das ist bei den Schulen ja auch. Ist das die Zukunft, auch vom heterosexuellen Dating? Wir werden sehen, ne? Gut, ich würde sagen, lassen wir es da mal dabei. Die Rauswahlen waren jetzt, glaube ich, nicht so super überraschend, außer dass es relativ viel rauswählen müsste. Ja, was denkt ihr dazu? Wollt ihr es weitersehen? Lasst mir gern auch ein Like oder ein Abo da. Schaut mal mein Buch über Polarität rein. Ich habe noch nicht mal mehr eins hier. Das ist schon komplett ausverkauft. Die erste Auflage, zweite wird schon gedruckt, ist schon unten auf der Spiegel-Bestsellerliste angekommen. Und ja, schaut gerne mal rein, wenn ihr mehr wissen wollt über Polarität. Ich habe auch unter dem Video nochmal mein Kursmaterial zur Polarität verlinkt. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.